Ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück bei House Flipper. Wieder stehen wir an, um und jetzt auch in unserem Büro. Das letzte Mal hatten wir ja schon eine Wand gestrichen und ich würde sagen, wir streichen einfach mal noch die beiden Wände hier, die ums Eck gehen, weiß. Damit können wir, wie ich schon angesprochen hatte, jedes Mal ein bisschen unser Büro aufpeppen. Weiß kaufen wir und reinigen wollen wir nicht, wir wollen streichen. Das geht jetzt aber auch recht schnell, weil wir in der letzten Folge herausgefunden haben, wie das Doppelstreichen funktioniert. Wir brauchen nur genug Farbe auf der Rolle und dann sieht es nämlich hier irgendwann auch so ein bisschen wohnlicher mal aus. Das ist jetzt alles noch so, ja, ich weiß nicht, was das ist. Rigips? So oder nur verputzt? Kann man auf jeden Fall wohnlicher gestalten, das Ganze, ne? Natürlich ist es so, dass es jetzt auch der Decke sehr ähnlich sieht, aber wir können ja noch die hinteren Wände vielleicht noch ein bisschen farbig machen, dann schauen wir mal. Wenn ihr da Ideen habt oder Wünsche oder mal was ausprobieren wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare und dann reiche ich das mal so oder baue das mal so ein hier. Und dann können wir uns das mal zusammen anschauen, wie das wirkt. Oder insgesamt, wie das halt im Spiel dann rüberkommt. So. Ist ja schon fast fertig eigentlich, ne? Sieht doch ganz gut aus. Aber die Tür, wollen wir die, komm, wir verkaufen die Tür mal noch. Für 150. Zack. Keine Tür mehr, muss ich jetzt hier noch was putzen oder muss ich hier was streichen? Ne, streichen muss ich hier. Das muss gestrichen werden. Noch ein bisschen Farbe rein. Jetzt haben wir da einen vernünftigen Farbton. Jetzt brauchen wir nur noch schnell irgendeine Tür. Alle. Tür. Eingangstür mit Türklopfer dunkel. Verkaufen wir die? Was kostet die denn? Sehe ich das wohl, was die kostet? Na, ungefähr 300 Euro auf jeden Fall. So. Dann haben wir eine vernünftige Eingangstüre und eine schöne weiße Wand. Dann stellen wir den Farbeimer mal zum anderen Farbeimer. Und dann haben wir hier irgendwann eine schöne Farbeimer-Sammlung. Aber jetzt springen wir in den nächsten Auftrag hinein. Wenn ihr keinen Bock habt, dass wir am Anfang von der Folge immer so ein bisschen was an dem Haus hier arbeiten, dann schreibt es mir auch einfach in die Kommentare rein, dann können wir das natürlich auch einfach weglassen. Der Thomas Pilschner, der braucht eine neue Wand. Hallo, ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dieser Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommen sollte. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Viele Grüße, der Thomas Pilschner. Das akzeptieren wir doch. Da können wir jetzt auch endlich mal was kaputt machen bei House Flipper. Und quasi ja so eine neue Tür einfach reinbrechen. Und wir müssen noch 70 Sachen erledigen in diesem Haus. Wow. Dann gehen wir hier einmal rein. Das sieht aber, hey. Schaut euch das mal an. Da blitzt und blinkt alles. Da müssen wir heute nicht putzen. Und es ist schön eingerichtet. Geil, oder? Das sieht cool aus, doch. Muss ich sagen. Aber ich habe euch das letzte Mal auch versprochen, dass wir nochmal in die Skillpunkte reingehen. Und zwar machen wir das. Wir haben jetzt überall einen Punkt gesetzt. Wir sind jetzt gerade bei Aufräumen drin. Und dann machen wir einfach mal die Mob-Reichweite höher. Zerstörung haben wir noch nicht. Malen haben wir auch nichts Neues. Und nur bei goldenes Händchen. Da können wir jetzt noch was auswählen. Aber da will ich mal drauf warten, was wir jetzt vielleicht in dem Auftrag noch brauchen. Was ist hier? Soll das das neue Zimmer werden dann?
Gästezimmer mit Küchentisch. 0 von 2 montiere die Geräte. Hä? Davon hat er aber gar nichts gesagt. Was für Geräte soll ich hier denn montieren? Oh, da ist was Rotes. Was ist hier unten? Ach, montieren. Guck an. Da unten müssen wir... Die Steckdose ist kaputt, so wie das aussieht. Ja, dann machen wir da einfach eine neue rein, oder? Stecken wir erstmal die Kabel alle rein. Und dann schrauben wir die nach und nach fest. Und jetzt haben wir eine neue Steckdose verbaut. Ist natürlich auch besser fürs Kind, wenn die Steckdose funktioniert. Das ist jetzt hier grün und hier hinten ist auch noch irgendwo was. Bist du das? Ja. Das ist noch eine kaputte Steckdose. Auch die müssen wir tauschen. Dann schrauben wir das hier noch eben schnell mit raus und bauen unser neues Teil ein. Verkabeln das Ganze. Noch schnell die Blende aufsetzen und dann sind wir in dem Raum hier auch schon fertig. Hoffentlich. 2 von 2 montiere die Geräte. Okay, perfekt. Das ist das Elternschlafzimmer und, ja, das ist quasi so der Kinderbereich, so wie das aussieht. Das Kinderbett sollen wir... Okay. Ah, Wände bauen, Stürze bauen. Okay, das war einfach gerade neu. Da bin ich aus Versehen drauf gekommen. Das Kinderbett sollten wir verkaufen, das machen wir. Und diese Wand hier, also hier wo grün ist, wenn wir mal rechts oben auf die Minikarte gucken, hier kommt wohl dann die Zwischenwand rein und der andere Raum hier, der soll aufgerissen werden. Dann räumen wir hier einmal kurz die Tische zur Seite oder den Tisch vielmehr und den Stuhl. Ansonsten, ja, Lampe auch mal abhängen. Und dann glaube ich... Nehmen wir einfach mal hier den Hammer und hau mal drauf. Hau ruck. Überall ein bisschen, bis es bröselt und kaputt ist. Da nochmal drauf und jetzt kommen wir langsam hin. Jawohl. Weg damit. Das brauchen wir alles nicht. Ich hätte mir vorher das Zimmer ein bisschen ausräumen sollen. Das macht schon ganz schön Dreck hier. Aber naja. Wir müssen es ja eh wieder sauber machen. So, eine letzte Wand noch raus. Ach nee, müssen wir nicht. Das macht sich von selber sauber. Das ist ja, das ist praktisch. Das ist komplett praktisch. Jetzt müssen wir noch, ja, Wände modifizieren. 16 von 31. Kaputt ist alles. Jetzt müssen wir die Wände hinsetzen. Oh, wir sehen sogar... Nochmal Minikarte gucken. Dieser kleine weiße Punkt ist die Wand, wo wir die hinsetzen. Und dann müssen wir quasi noch eins nach links. Das wird jetzt eins zu weit. Also hier soll die Wand hin. Ich muss die linke Maustaste gedrückt halten. Ja. Dass wir auch ordentlich hier dann... die Ziegel aufeinander setzen und mit Speis oder Zement miteinander verkleben können. Und das sehen wir auch jetzt rechts oben wieder auf der Minimap. Langsam, wie sich diese Wand fortsetzt. Gehen wir nochmal kurz in die Skillpunkte rein. Zerstörung. Nehmen wir einfach mal den verbesserten Hammer, was auch immer der verbesserte Hammer ist. Das werden wir dann das nächste Mal sehen. Und beim Bauen, da haben wir noch nicht genug gearbeitet. Da brauchen wir noch ein bisschen. Eine so eine Wand kostet 11,70 Euro. Bringt aber auch ordentlich Geld dazu. Also wir haben 666 Euro. Jetzt haben wir 702 Euro. Das heißt, so die Wand einzusetzen kostet
den Hausinhaber hier 40 Euro ungefähr. 28 von 31 modifizierten Wänden. Jetzt tun wir hier mal diese blöde Kommode mal eben zur Seite. So, so, dass die Sachen nicht runterfallen. Bauen wir hier noch eine letzte Wand ein und hier noch eine Wand. Und fertig ist die Wand. So, jetzt müssen wir noch den Gegenstand anbringen, Bettgrille. Schauen wir mal, was die Grille so ist. Doppelbettgrille gibt's und normales Grille. Ein Kirschholz. Gibt's vielleicht auch Kissen beige, Kissen karo, Kissen himmelblau. Oh, da finde ich beige aber irgendwie angenehmer. Rosenblüten. Wir wissen halt nicht, was es für ein Kind ist, ne? Ach, dunkelblau sieht doch ganz, ganz hübsch aus. So. Da war dein altes Bett gestanden. Willst du da wieder hin? Der geht wahrscheinlich nicht, ne? Schaust du den Kopf an. So direkt neben der Tür. Na gut, ich meine, viel Platz ist hier nicht, ne? In dem Zimmer. Da ist wirklich nicht viel dran. Wir sind fertig. Wir haben alles abgeschlossen. Ich würde ja gerne auch hier so ein bisschen vergipsen oder so, ne? Oder halt mal streichen. Können wir streichen? Haben wir noch Farbe drauf? Ne, haben wir nicht. Ja, mehr Geld ausgeben als unbedingt nötig, möglich aber auch nicht, ne? Dann ciao. Auftrag beenden. Auftrag ist zwar irgendwie noch nicht abgeschlossen angeblich, aber wir haben 100% erledigt. Dann für 3500 Euro Auftrag abschließen. Dann schauen wir mal, was der andere Auftrag noch bringen sollte. Wir haben ja noch... Oh, das ist... Moment, Entschuldigung. Hier ist noch irgendwas schmutzig. Ach, guck, jetzt haben wir so einen... Kein so einen borstigen Wischmopp mehr. Jetzt haben wir so eine richtige Bürste unten. Das können wir dann hier ein bisschen besser putzen. Guck da. Faszinierend. Und ja, das können wir hier... wegwerfen, denke ich. Wieso kann ich eigentlich Teller nicht auf irgendwas ablegen? Ah doch, da kann ich es ablegen. So, Tasse noch hoch. Levelshare. Kommt auch noch mit. So. Dann den nächsten Auftrag. Jemand muss sich der Wand annehmen. Der Janusz Sickel. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Das sind dann wohl wir. In letzter Zeit sind große Räume in. Sogar mein Nachbar und des Nachbarn Nachbar haben einige Wände in ihren Häusern abgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich vertraue auf sie und bin fest davon überzeugt, dass solch eine professionelle Firma kein Problem damit hatte, dies schnell und kostengünstig zu machen. Mit freundlichen Grüßen, Janusz Sicke. Dann akzeptieren wir das, aber man muss schon sagen, er schmiert uns ein bisschen Honig ums Maul, wie man so schön sagt. Im Außenbereich wieder keine Aufgaben. Jetzt geht's drum, oh, wir müssen hier komplett alles rausreißen, ne? Und dann, au, ruck. Da gibt es bestimmt gleich Skillpunkte. Können wir dann vielleicht die Tür verkaufen? Tatsächlich. Dann verkaufen wir die Tür hier auch. Das gibt vorher dann echt einen großen Raum, ne? Können wir jetzt beim Abreißen vielleicht noch... Zerstörung, haben wir keinen... neuen Skillpunkt, nein. Dass wir ein bisschen schneller hier kaputt machen können. Der meint es aber echt gut.
für sich alles rausklopfen zu wollen. Neue Fähigkeitenpunkt verfügbar. Wir können Zerstörung verbessern. Dann können wir entweder schneller abreißen um 25% oder mit unserem stählernen Trizeps unsere Leistung um 5% steigern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die Leistungssteigerung bringt, deswegen probieren wir mal die Verschnellerung aus. Und schauen mal, ob wir hier ein bisschen schneller jetzt hämmern können. Ich glaube, es schwingt ihn ein bisschen schneller. Vielleicht ist dann einfach dieser stählerne Trizeps, dass er den Hammer schneller nach hinten führt. Oder wir können dann vielleicht mehr Wände auf einmal kaputt machen. Das war ja auch denkbar. Da können wir den nächsten Skillpunkt hinsetzen, wenn wir wieder einen bekommen. Und dann einfach mal schauen, was da dann bei rumkommt. So, jetzt sind wir hier gleich fertig. 3 Wände noch. Und dann müssen wir noch reichen. Oh, es sind noch Steckdosen. Drücken, um wegzuwerfen. Okay, dann werfen wir die weg. Sieht aber schon... Sieht schon cool aus, oder? So, jetzt mit dem... Mit diesem offenen Raum. Machen wir hier auch nochmal schnell ein Foto davon. Zack. Wunderprächtig. So, und jetzt müssen wir noch irgendeinen Raum hellblau streichen. Schlafzimmer haben wir keine Aufgaben. Müssen wir hier hellblau streichen? Auch keine Aufgaben im Badezimmer. Schlafzimmer. Streiche mit den Farben schläfriges Blau. Vielleicht ist das das, was wir jetzt hier schon haben. Mach mal ein bisschen Licht an. Dass wir auch was sehen können. Blau. Farben. Schläfriges Blau. Ach nee, ich muss nochmal suchen. Ich wollte gerade sagen, weil Blau ist jetzt kein Lavendel bei mir. Das schläfrige Blau. Nee, reinigen will ich nicht. Streichen will ich. Es sieht heller aus. Das ist definitiv heller. Da streiche ich euch sogar gerne das ganze Schlafzimmer damit. Weil dieses Dunkle, das ist doch trist. Da willst du dann gar nicht mehr aufstehen. Und vor allen Dingen ist es einfach stockend duster dann immer. Man sieht ja jetzt schon, wie einfach der ganze Raum heller wird. Nur weil wir hier ein bisschen ein helleres Blau anlegen. Ich glaube, als nächstes wähle ich dann aus, dass wir 3 oder 4 Wände dann so streichen können. Dann kann man ja noch... Oh, neuer Fähigkeitenpunkt verfügbar. Malen. 3 Wände gleichzeitig oder 25% schneller. Es ist jetzt 3 Wände gleichzeitig, 25%. Wir machen mal überall einen Skillpunkt hin. Jetzt schauen wir mal, wie das abgeht. Ja, das ist ja Raum, oder? Zack, zack, zack. Nochmal hier ein bisschen Farbe nachfüllen. Das haben wir schon gemacht, die Außenwand. Und jetzt hinter dem Bett noch ein bisschen. Na, da war schon wieder nicht genug Farbe drin. Oder auf der Rolle. Aber das ist schon auch mit den Skillpunkten, das ist natürlich gut, wenn es dann so schnell von der Hand geht. Dann kann man natürlich auch mehr arbeiten und ist auch schneller fertig wieder. Kann dann noch mehr Aufträge machen. Und wenn man dann auch mal so sein eigenes Haus bauen will. Also wenn man ein Haus kauft und das dann renoviert. Dann hat es natürlich den Vorteil, dass man sich dann da nicht so ewig aufhalten muss. Sondern... So arbeiten halt auch schnell von der Hand gehen. Ich meine, die Kreativität, da kann man sich ja dann trotzdem noch ausleben. Aber der Aufbau, der dauert dann keine Stunden. Wenn man sich da erstmal so ein schönes Konzept überlegt hat oder eine Idee, wie man denn da was machen möchte. Und wir sind schon
Nein, keine Wand. Wegwerfen. Wir brauchen noch einen Farbeimer. Schläfriges Blau. So. Können wir nämlich die Rolle komplett voll machen. Ein bisschen Farbe wird wohl überbleiben. Cool wäre es, wenn wir das wieder mit nach Hause nehmen könnten und dann sein eigenes Zuhause noch ein bisschen streichen könnte, ne? Weil das war's jetzt hier gleich. Jetzt um die Tür noch schnell ein bisschen rum. Und last but not least, 100% abgeschlossen. Jo, dann sind wir glaube ich hier auch zu 100% fertig. Machen wir die Tür mal zu, oder beziehungsweise wir lassen sie mal auf. Und machen hier mal die Fenster noch auf, dass die Farbe ein bisschen besser trocknen kann. Und der Auftrag ist abgeschlossen für 4.386 Euro. Beenden. Und da sind wir wieder in unserem eigenen Haus. Da können wir doch jetzt einfach noch. Habt ihr Bock? Mal noch ein bisschen hier die Wände fertig zu streichen. Können wir hier noch schnell das ein bisschen hübscher machen. Das geht ja schnell. Seit wir jetzt hier so ein bisschen noch unsere Skillpunkte ja verbessert haben, geht es ja rasant voran. Machen wir einfach mal noch, machen wir die Wand noch dann in diesem hellen Blau. Dann von hier aus lässt sich es auch gleich viel angenehmer arbeiten. Wenn hier das dann ein bisschen schöner gemacht ist, wenn hier die Farbe passt. Wird gleich ein viel, viel wohnlicheres Aussehen dann. Müssen wir einmal oben drauf krabbeln, leider. Noch einmal weiß. Nö, haben wir nicht mehr. Oh, das ist schade. Machen wir jetzt hier nochmal blau rein. Dann können wir nämlich auch die Farbe einmal wegschmeißen. Machen wir hier nochmal so ein bisschen ums Eck. So. Sieht das doof aus? Schon irgendwie, ne? Dass das hier so abgeschnitten ist. Naja, egal. Aber es ist immerhin mal so ein bisschen wohnlicher wenigstens. Und das wird es hier, komm. Ich will das doch einfach nur verkaufen. Da. Das sieht doch nichts aus. War alles total abgelutscht. Alles total abgelutscht und... Putzen müssen wir hier auch schon wieder. So, und so sieht es doch Ganze so langsam ein bisschen besser aus. Nur ein bisschen hübscher irgendwie. Good work takes hard work. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Das nächste Mal können wir dann vielleicht ja schon ein eigenes Haus kaufen. Also bleibt dran und lasst euch überraschen, was wir mit unseren 40.000 Euro in der nächsten Folge alles machen. Bis dahin, ciao. Thank you.